Doch nun ein Valentin-Special ab Deutschland. KLM stellt die Strecke nach Kiew ein und umfliegt auch den ukrainischen Luftraum weiträumig. Dann gab es noch eine Dame, die fast zu Schaden gekommen ist durch einen Dachschaden, der wiederum verursacht worden ist durch ein landendes Flugzeug am BER. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch an diesem wunderbaren Sonntag, dem 13. Februar, erspare ich euch nicht den Abonnierbefehl. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch wichtig, unten zu kommentieren und den Daumen hoch zu machen. Danke, wenn ihr all das gemacht habt. Das erste Thema heute ist Riesenansturm, meldet die BAMS bei Urlaubsflügen. Und für Lufthansa ist die Corona-Welle vorbei. TUI meldet eben solches. Also ganz besonders für die Ziele Mallorca, aber auch Griechenland, sagt man, ist die Corona-Zeit vorbei. Bild-Zeitung oder Bild am Sonntag zeitungsmäßig ist das natürlich jetzt wieder nur ein Sturm im Wasserglas, wenn ich das mal so sagen darf. Warum? Natürlich, die Lufthansa prüft, ob sie wegen der steigenden Buchungen die Jumbos wieder einsetzen soll, so wie es gemacht worden ist. Vielleicht setzt man auch die 350er ein. Schauen wir einfach mal. Denn nach der Omikron-Welle kommt die Reisewelle, wie die Lufthansa sagt. Und Corona ist auch schon vorbei. Also das ist wie immer sehr progressiv. Aber was sehr gut ist, ist einfach, dass die Lufthansa natürlich damit ihren 747 wieder nach Mallorca fliegt. Und Harry Hohmeister, der im Lufthansa-Vorstand sitzt, hat sogar in der Bild am Sonntag gesagt, wir sehen eine steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten, aber auch für den Sommer. Und die Reiselust ist groß und es gibt einen enormen Nachholbedarf nach 2 Jahren Pandemie. Habe ich da nicht irgend so ein Déjà-vu, haben die das nicht letztes Jahr auch schon gesagt? Also insofern, natürlich sind das die liebsten Reiseziele der Deutschen. Und wäre ja auch in irgendeiner Art und Weise komisch, wenn da die Leute nicht hinfliegen wollen würden. Also insofern sagt man jetzt auch, dass auf einigen Strecken in Europa die Flüge oder die Buchungen 3-mal so hoch sind wie vor der Pandemie. Und Ziele sind Mallorca, Faro an der Algarve, Madeira, Larnaca auf Zypern. Jetzt sagt man natürlich, das sind tolle Liebesgeschenke. Also wenn man den Artikel weiterliest, ist das vielleicht auch so etwas, dass man sich das herbeisehnt. Der Deutschlandchef Stefan Baumert von der TUI sagt, die Sehnsucht nach Sonne und Meer stimuliert jetzt auch die kurzfristige Nachfrage für das Mittelmeer. Am Freitag sind unsere ersten eigenen Maschinen wieder nach Mallorca gestartet und das 4 Wochen früher als in den Jahren zuvor. Hey, ja, natürlich, die Leute wollen reisen und ich glaube auch, dass man da gut dran tut zu verreisen, weil es der Seele gut tut. Und ich finde auch, dass die Touristikbranche mehr als gebeutelt ist. Aber das jetzt so zu überbewerten, ich weiß es nicht. Da könnt ihr einfach mal unten in der Kommentarspalte sagen, was ihr davon haltet oder ob ihr sagt, hey, der Kollege von der BAMS, der das gemacht hat, ist etwas sportlich unterwegs mit seiner Aussage. Ich denke mal, dass irgendwie eine Taube macht keinen Spatz, macht keinen Frühling, wie war das? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also insofern schauen wir uns das Ganze an. Etwas, was nicht so hübsch ist, ist der Ukraine-Konflikt. Wir erinnern uns, 2014 ist sogar ein Flugzeug abgeschossen worden, gab da diese Minsker Übereinkunft, die nicht eingehalten worden ist. Jetzt sagt man und hört man aus Amerika, dass der Angriff von Putin auf die Ukraine unmittelbar bevorsteht. Erst hieß es nach Olympia, jetzt heißt es jederzeit. KLM hat reagiert, KLM fliegt einfach nicht mehr in die Ukraine und hat gesagt, wir tun es nicht. Die Lufthansa selber fliegt nur noch so, dass sie morgens losfliegen, anstatt abends losfliegen. Und man umfliegt also ganz weiträumig die Zone um die Ukraine aus Sicherheitsgründen. Das heißt also, wie seht ihr das? Ist das richtig, dass man die 2-mal täglich geflogene Route von Amsterdam nach Kiew eingestellt hat? Oder ist das Alarmismus? Ist das Alarmismus, dass die Lufthansa nicht mehr über Nacht dort bleibt? Ist das in irgendeiner Art und Weise für euch etwas, wo ihr sagt, das macht Sinn? Weil die Holländer sagen, diese Entscheidung basiert auf den Code rot angepassten Reisehinweisen einer umfassenden Sicherheitsanalyse. Und das war also samstags bekannt geworden. Und man sagt auch, dass die Sicherheit schnell kippen kann wegen der massiven Präsenz der Truppen an der Grenze zur Ukraine. Und das Außenministerium der Niederlande hat ja neben Amerika, aber auch Deutschland, haben ja ihre Leute zurückgerufen. Das heißt also, man soll jetzt wieder nach Hause kommen.
Und da muss man halt einfach mal schauen, inwieweit das richtig ist. Lufthansa selber überlegt noch, sagt, dass man die Sicherheitslage beobachtet logischerweise und kein Urteil gefällt hat. Aber man kann natürlich jederzeit das stoppen. Also insofern, was ist da eure Meinung? Was denkt ihr? Und ist das besser, was die Holländer machen, oder ist das besser, was die Deutschen machen? Ein Kuriosum, und da möchte ich euch einmal kurz noch einen Zwischensatz geben. Ich ermuntere euch immer wieder, wenn ihr etwas seht aus der Welt der Meilenpunkte, Status der Aviation, dann schickt es mir doch einfach zu. Und auch dieses habe ich zweifach zugeschickt bekommen. Ich habe einmal das Ganze zugeschickt gekriegt als einen Beitrag des RBB, also des Fernsehens. Aber da fehlten mir einige Inhalte und ich hatte da auch leider nichts zu gefunden. Aber heute hatte ich von einem Zuschauer eine Nachricht bekommen, und zwar ein Landesflugzeug am BER hat in Waltersdorf, das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Einflugschneise vom BER, eine Frau fast erschlagen. Und das Flugzeug sei mutmaßlich zu tief geflogen und damit sei das Dach beschädigt worden und hat dann die Dame knapp verfehlt und ist dann in einen die Heckscheibe ihres Fahrzeugs gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Fahrzeug da war. Und dass die Firma, ich weiß nicht, ob man das nennen muss, aber das Firmengebäude von Matthias Maschka, der hatte gleichzeitig das auch mit seiner Kollegin gesehen und sagt, sie wohnt im Eichwald und kennt den Fluglärm. Daher fiel ihm die ungewöhnliche Lautstärke des Flugzeugs auf. Da ist deutlich näher und kürzer vorbei am Bürogebäude geflogen ist. Also insofern finde ich das doch unheimlich spannend, wie man das visuell feststellen kann. Also maßgeblich, das Dach ist kaputt, da gibt es ja keine Zweifel. Die Dame ist von einem Dachziegel fast getroffen worden, weil es neben ihr in ihrem Auto in der Heckscheibe gelandet ist. Also insofern, da gibt es keine Fragen. Und da war dann auch in der RBB-Reportage schon Schluss. Aber man hat jetzt wenigstens in der Zeitung, das ist die Märkische Zeitung, die mir zugeschickt worden ist, recherchiert, und es ist der Airbus A321 von Wizz Air gewesen, der am 24. Januar zu tief geflogen ist. Man hat sich das Ganze aber angeschaut, und zwar ist das Flugzeug aber laut dem Radaraufzeichnung gar nicht zu tief geflogen. Es ist kein Pilotenfehler, und die deutsche Flugsicherung bestreitet das. Das war am 24. Januar 8.57 Uhr, nur damit wir das nochmal fürs Protokoll haben. Und das Originalzitat ist: dabei gab es keinerlei Auffälligkeiten hinsichtlich der Flugspur und der Flughöhe. Beide waren korrekt und normal. Die Maschine ist exakt denselben Winkel geflogen wie die anderen Maschinen auch an dem Morgen. Aber wie gesagt, mit Wirbelschredden, die sind halt abhängig von der Geschwindigkeit, von dem Wetter. Das heißt also, wenn da Winde sind und so weiter, kann das natürlich davon passieren. Wenn ihr jetzt sagt, hey, was passiert mit den Kollegen? Ganz einfach, der Berliner Flughafen hat, und das auch ohne Presse wahrscheinlich, das gemacht, dass man einmal auf die Dame zugegangen ist und gesagt hat, hey, die Heckscheibe müssen wir bezahlen, bezahlen wir auch, und das Dach wird auch bezahlt. Gab dann irgendwie auch noch Lustigkeiten mit dem Dachdecker, weil da eine Nummer nicht abgedatet war, aber nun gut, das ist Folklore. Aber auch der Schaden wird beglichen. Also insofern, was bleibt zu... Also ich denke mal, was können wir dazu sagen? Gar nichts können wir dazu sagen. Also im Prinzip, die einen sagen, das war alles in Ordnung, und ich glaube, dass die Flugsicherung sagt, das ist in Ordnung, nur solange es in Ordnung ist. Weil wäre es nicht in Ordnung, würden sie nämlich Maßnahmen ergreifen. Ich kenne das aus meiner eigenen Flugerfahrung. Einmal bei der Bundeswehr war das, wenn einige unserer Bundeswehrmaschinen zu tief geflogen sind, was leider passiert ist, gerade im Bereich der Nord- und Ostsee, wo es Vogelschutzgebiete gibt, gab es direkt einen Anpfiff. Oder aber auch hatte ich das, als ich im Flugsportverein auf dem Tower gearbeitet habe, hatten wir das auch, dass wir Anfragen hatten, wer denn gerade gelandet ist, weil der nicht so optimal geflogen ist. Und der hat auch Lufträume zum Beispiel vom Militär sportlich genommen, um es mal milde zu formulieren. Also insofern, sowas wird geahndet, und ich denke mal ganz einfach, dass da nichts dran ist und dass das ein Unglück ist. Und wenn da mehr passieren würde, und der Flughafen ist ja schon seit über einem Jahr in der Konfiguration offen, davor war ja schon eine andere Konfiguration offen, passiert es doch durchaus, Gott sei Dank, selten. Aber auch hier unten einfach Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ein weiterer Spaß, den wir haben, wenn wir fliegen, das ist der Airbus A380. Und irgendwie haben wir das
Gefühl, dass irgendwie so ein Adventskalender ist. Mal ist die Lounge onboard zu, die Bar, oder aber auch offen. Jetzt ist sie wieder offen. Ich wollte es euch einfach nur mitteilen, dass man jetzt in den über 100 Airbus A380 von Emirates wieder in der Lounge gustieren kann, kann sich da wieder irgendwelche Getränke mixen lassen, alkoholisch, non-alkoholisch oder auch Essen holen. Also insofern ist das wieder das volle Erlebnis, eine gewisse Normalität, die man da wieder zurückgeht. Also insofern finde ich das positiv. Für mich, für ein Flugerlebnis im 380, ist das gerade einer der wunderbaren Sachen, die wir erleben, und zwar die Bar. Dusche war zum keinen Zeitpunkt geschlossen. Die Frage hatte ich ja irgendwann, als ich gesagt habe, die Bar ist geschlossen. Also nur das zur Information. Also es kann geduscht werden, es kann wieder gesoffen werden. Ganz einfach. Letztes Thema für heute. Ich hatte es ja angedroht, es kommen noch ein paar Valentins-Sales um die Ecke. Und jetzt ist die Lufthansa aus Deutschland dran gewesen, also Lufthansa, Swiss und Austrian. Die fliegen natürlich solche Sachen wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Nürnberg. Aber auch dann nach europäischen Zielen sind Stockholm, Madrid, Venedig, Lissabon, Budapest, Tel Aviv. Auch Amerika gibt es mit JFK beide Flughäfen. Boston ist auch dabei. Dann Rio de Janeiro, Johannesburg, Südafrika, klar, San Francisco und Bangkok. Sachen können über lufthansa.com gebucht werden, über die deutsche Webseite. Vom 10. Februar bis zum 31. Dezember ist der Reisezeitraum. Buchungszeitraum ist bis zum 14. Februar. Handelt sich um einen Partnertarif. Mindestaufenthalt sind 6 Tage oder die Nacht von Samstag auf Sonntag. Maximal 3 Monate, also 90 Tage. Umbuchen geht natürlich wie immer auch. Keine Gebühr, aber denkt dran, Tarifdifferenz, das kann schon mal mehr sein. Nur damit ihr mal Preise gehört habt, immer für 2 Personen in der Business Class zum Beispiel von Berlin oder Frankfurt nach New York 3.050 Euro, roundabout ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, auch von Hamburg. Also ihr könnt immer schauen, Zubringer ist mit dabei. Oder wenn ihr von Berlin zum Beispiel auch schaut oder Hamburg nach Tel Aviv 1.450 Euro, das ist ein Preis. Bangkok gibt es auch für 3.560 Euro, 70 Euro. Alles sind Preise für 2 Personen. Das heißt, ihr müsst immer alles durch 2 teilen. Ganz, ganz wichtig, denkt dran, dass ihr noch bis zum 14. Februar bucht. Heute haben wir den 13. Morgen ist es soweit. Morgen wäre der letzte Tag, wo ihr es buchen könnt. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Ausgabe fand ich, waren einige lustige Sachen dabei. Wenn ihr der Meinung seid, das ist richtig, Lars, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, hey, ich habe dich nicht abonniert, dann frage ich euch, warum nicht? Tu es doch endlich. Vergesst nicht, die Glocke anzumachen und den Like dazulassen. Ihr habt es ja immerhin bis zum Ende durchgehalten. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Also bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Danke.